Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 90, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Gesetz zu dem Vertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Hessen, Drucksache 19328 zu 8937 aus 20. Und zur Berichterstattung bitte ich Herrn Utter nach vorne, dem ich danach auch sofort das Wort erteilen werde. Der Hauptausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen, einstimmig. Vielen Dank, Herr Utter, für die Berichterstattung. Die vereinbarte Redezeit beträgt 5 Minuten, und Sie haben das Wort. Ich will gar keine lange Rede halten, sondern einfach die Berichterstattung ein bisschen noch mit Inhalt ausführen. Wir haben im Hauptausschuss festgestellt, dass wir alle diesen Staatsvertrag gut finden. Schon bei der Einbringung hat der Ministerpräsident auf die Arbeit des Verbandes der Deutschen Sinti und Roma hingewiesen und sie gewürdigt. Und das wurde von allen geteilt. Der Verband leistet eine engagierte Arbeit für Sinti und Roma, aber auch für die gesamte Gesellschaft. Und deshalb können wir nur die Annahme dieses Staatsvertrages empfehlen. Danke, Herr Utter. Für die Fraktion Die Linke hat sich Frau Sönmez zu Wort gemeldet. Ja, danke sehr, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Es wurde schon gesagt, es ist gut, es ist richtig und wichtig, dass es den Verband der Sinti und Roma gibt. Denn sie machen eine wichtige, wenn nicht die hauptsächliche Arbeit für Aufklärung und den Abbau von Vorurteilen der Mehrheitsgesellschaft gegenüber der Sinti und Roma. Für diese Arbeit und ihr Engagement gebührt natürlich unser aller Respekt und unser Dank, meine Damen und Herren. Und deshalb ist dieser Staatsvertrag natürlich zu begrüßen und zu unterstützen. Deshalb werden wir da auch zustimmen. Aber es reicht eben leider nicht aus. Die Tatsache, dass Antiziganismus in Deutschland nach wie vor als Normalität gilt und es massive Diskriminierung gegenüber Sintize und Romja gibt, dass sich Sintize und Romja mit ungleichem gesellschaftlichen Zugang zu Bildung, Wohnen, Arbeit und gesundheitlicher Versorgung konfrontiert sehen und dass die institutionelle Bekämpfung von Antiziganismus noch immer fast bei Null liegt und überwiegend eben von zivilgesellschaftlichen Akteuren geleistet wird, zeigt uns doch erneut die Notwendigkeit eines Landesantidiskriminierungsgesetzes auf, meine Damen und Herren. Und während im Staatsvertrag beteuert wird, man wolle geeignete Maßnahmen ergreifen, um Diskriminierung entgegenzuwirken, wehrt sich die schwarz-grüne Koalition mit Händen und Füßen nach wie vor gegen ein verbessertes Antidiskriminierungsrecht. Das wäre jetzt aber einmal eine vernünftige Maßnahme gegen Diskriminierung, meine Damen und Herren. Und Sie haben es im Staatsvertrag ja auch gesagt. Also ergreifen Sie diese Maßnahme auch, dann wäre es noch einmal um einen Schritt weiterentwickelt. Und auch der Verband der Sinti und Roma hat das übrigens in der Anhörung noch einmal bekräftigt. Und, meine Damen und Herren, zum Schluss, die Bekämpfung von Diskriminierung und Antiziganismus ist und bleibt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und somit eben Aufgabe der Politik, die man eben nicht nur alleine auf betroffenen Verbände übertragen kann. Die Strukturen hierfür müssen schon vernünftig gelegt werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke sehr, Frau Sönmez. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Yüksel zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Hier in diesem Haus erhängt breite Einigkeit, gibt es, diesen Staatsvertrag zu unterstützen, sowohl die Erhöhung der finanziellen Forderung als auch die neuen Räumlichkeiten für die Landesverbände sind angemessen und dienen insbesondere für die kulturelle Arbeit der Sinti und Roma in Hessen. Diskriminierung gegenüber Minderheiten werden wir aber nicht nur mit Verträgen und Gesetzen beenden. Meine Damen und Herren, es ist unsere Verantwortung als Politik, den Umgang mit den Minderheiten vorzuleben. Außerdem müssen wir uns als hessische Politik immer bewusst sein,
dass Diskriminierung und Ausgrenzung in alle Politikfelder bekämpft werden müssen. Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus dürfen in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Wir müssen dazu noch weitere Konzepteentwicklungen für gesellschaftliche Teilhabe erarbeiten und durchsetzen. Ich habe es bereits in meiner Rede im vergangenen Plenum gesagt. Ich sehe im Umgang mit der Sinti und Roma in Hessen insbesondere den Innenminister und den Kultusminister in der Verantwortung. Gerade Lehrerinnen und Lehrer sowie Polizistinnen und Polizistinnen haben beruflich Kontakt zu Angehörigen Sinti und Roma. Schulungen und Umgang mit Antiziganismus daher wichtig. Sowohl beim Kultusministerium als auch beim Innenministerium würde ich mir mehr Engagement im Umgang mit Antiziganismus wünschen. Klischee und Vorurteile gegen Sinti und Roma sind mitunter Jahrhundert alt und etabliert leider in unserer Gesellschaft. Es braucht daher einen langen Atem, gegen sie anzugehen und gleichzeitig Angehörigen der Minderheiten Angebote zur Teilhabe zu machen. Der vorgelegte Staatsvertrag ist eine gute Grundlage, die mit dem Leben gefühlt werden. Schließlich, demokratischer Charakter einer Gesellschaft hängt davon ab, wie wir mit unseren Minderheiten umgehen. Vielen Dank. Danke, Herr Yüksel. Für Bündnis 90 Die Grünen hat sich Frau Feldmayer zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch wir begrüßen den Staatsvertrag des Landes Hessen mit dem Landesverband der Sinti und Roma und auch die Erhöhung der Finanzmittel. Darüber haben wir ja das letzte Mal schon gesprochen. Dieser Vertrag ist einfach wichtig, und es ist gut, dass er jetzt über eine Legislaturperiode hinweg noch einmal fortgesetzt wird. Das zeigt, dass es eine kontinuierliche Zusammenarbeit gibt und dass es um Anerkennung geht und nicht nur Teilhabe. Um Augenhöhe geht es, um Respekt dieser deutschen Minderheit gegenüber, die schon seit 600 Jahren mindestens hier lebt, was viele leider noch gar nicht wissen. Und natürlich müssen darüber hinaus auch Aktionen und Initiativen ergriffen werden, insgesamt gegen Diskriminierung, gegen Antiziganismus. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und ich freue mich, dass es insgesamt doch eine große Zustimmung gibt zu diesem Gesetzentwurf. Und ja, darüber werden wir uns freuen, wenn es dann beschlossen ist. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Feldmayer. Für die FDP hat sich Herr Dr. Naas gemeldet. Herr Wintermeyer. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Staatsvertrag ist und bleibt eine gute Sache. Zweitens, der Kampf gegen die Diskriminierung von Sinti und Roma. Da gibt es weiterhin viel zu tun. Und drittens, wir wünschen uns weiter eine stärkere Einbindung aller Fraktionen, Herr Staatsminister, auch in die Konsultation mit den Sinti und Roma. Das wäre eine gute Sache und würde alle Fraktionen hier im Hessischen Landtag einbinden. Wir werden zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Naas. Für die Landesregierung spricht jetzt Herr Staatsminister Wintermeyer. Herr Präsident, meine Damen und Herren! In den Redebeiträgen wurde in der ersten und auch in der zweiten Lesung deutlich, wie wichtig und richtig es ist, die Arbeit des Verbandes Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Hessen, gemeinsam festzuschreiben und eine gute zukunftsgerichtete Vereinbarung zu treffen. Durch den Beschluss des durch die hessische Landesregierung, Herr Kollege Naas, ausgehandelten Staatsvertrages, wie das auch so ist, in der heutigen Sitzung würden die Mitglieder des Hessischen Landtages abermals ein deutliches Zeichen der Wertschätzung und der Anerkennung der Sinti und Roma setzen. Denn mit dem Staatsvertrag unterstützen wir die Minderheit der Sinti und Roma in den Bereichen des wirtschaftlichen, sozialen, politischen und kulturellen Lebens gezielt. Mit diesem Staatsvertrag tragen wir auch der Europäischen Rahmenkonvention zum Schutz nationaler Minderheiten sowie der Europäischen Charta über die Regional- und Minderheitensprachen Rechnung, in denen wir uns konkret als Land Hessen verpflichten, der anerkannten Minderheit eine volle und effektive Gleichheit in allen Bereichen des Lebens zuzusichern. Der neue Staatsvertrag schreibt im Wesentlichen die Inhalte des im Jahr 2017 unterzeichneten Vertrages fort und erhöht unter anderem die institutionelle Förderung. Neue und bereits begonnene Arbeitsvorhaben beruhen mit dem Abschluss des Staatsvertrages auf einem guten finanziellen Fundament und sollen dem Landesverband die Sicherheit geben, seine Arbeit auch gut fortführen zu können.
Wir wollen mit der Unterstützung ein politisches Zeichen setzen und gezielt Perspektiven erweitern. Von diesen breiten überparteilichen Zustimmungen, die hier angekündigt sind zum Staatsvertrag, meine Damen und Herren, wird ein wichtiges Signal gegen Ausgrenzung der nationalen Minderheit der Sinti und Roma in unsere Gesellschaft ausgehen. Und dafür darf ich dem Hessischen Landtag seitens der Hessischen Landesregierung sehr herzlich danken. Danke, Herr Staatsminister Wintermeyer. Wir sind am Ende der zweiten Lesung angelangt, und ich trete in die Abstimmung ein. Wer dem Gesetzentwurf seine Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Die Linke, SPD, Bündnis 90, die Grünen, CDU, die Freien, das gesamte Haus inklusive der AfD. Damit ist der Gesetzentwurf zum Gesetz erhoben.